Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode von Let's Play Doom Classic, wo ich mir gerade überlege, wie sinnvoll es ist, sich diesen Rucksack da hinten zu holen. Ich habe nämlich so ein bisschen Angst vor dem, was hier eventuell passieren könnte. Ich suche gerade so ein bisschen nach den potenziellen Fallen. Da geht's doch schon los. Da geht das doch schon los hier. Guck mal, da vorne stehen sie doch schon. Die Nervgegner vom Dienst. Geht. Dass man die Lost Souls stunnen kann, meine ich. Cool. Okay, ich hätte gerne alle drei Türen geöffnet, aber die Chance habe ich wahrscheinlich vertan, als ich es nicht gleich von Anfang an gemacht habe. Na gut, jetzt muss ich mich kurz orientieren. Wir wollen jetzt in das andere Areal zurück, richtig? Hier lang. Die blaue Tür waren wahrscheinlich runtergegangen. Das ist schon wieder eine neue Aufnahmesession jetzt hier, deswegen bitte ich zu entschuldigen, dass ich gerade so ein bisschen rumgucken muss, wo die rote Tür denn jetzt genau war. War das die Tür da unten vor den Pressen? Ja, mal gucken. Das ist so ein bisschen eine der wenigen Türen hier. Ja. Ist das Ding hier hochgefahren? Ja, das war doch jetzt ein relativ chilliger und lockerer Einstieg, oder? Und natürlich das klassische Doom-Theme im Hintergrund. Okay, das wird viel Zeit in Anspruch genommen haben. Weil wir haben eine ganze Folge in diesem Level verbracht, ne? Ja. Okay. Potenzielle Bestzeit 1,5 Minuten, ja, okay. Ja. Auf in die Refinery jetzt. Warte, ich muss das einen Moment genießen hier. Ja. Wenn ich eine Facecam hätte, dann könnt ihr da sehen, wie ich jetzt hier gerade so ein bisschen am abhotten bin. So, wenn ich mich recht erinnere, ist hier links ein Kakodämon. Ja, fast. Gut, bevor ich irgendwelche Türen öffne, gucken wir mal hier lang. Da sind die Kakodämons, seht ihr? Da innen drin, das ist natürlich nervig. Das ist natürlich nervig. So unsichtbar muss ich mich jetzt gerade nicht machen. Irgendwas ist zugegangen. Oh, die Viecher nerven. Au.
Na komm. Jetzt haben wir zwar nur noch 25 Schuss, aber dafür haben wir dazu ein bisschen unsere Ruhe. So, das hier irritiert mich etwas. Da werde ich auf jeden Fall vorher abspeichern. Ich wusste, dass das ein blöd. Moment, ich muss mal kurz, solange es noch geht. Der müsste doch auch ganz schön angeschlagen sein. Wer gerade die Chance hat, so viele Gegner hier auf einmal auszuschalten. Warum soll ich sie nicht nutzen, ne? Brauchen wir uns keine Sorgen machen, der ist armlos. So, da will ich jetzt nicht unbedingt runterfallen. Was so viel heißt, wie sie sich doch hier vorne noch ein bisschen um. Zum Beispiel können wir einfach mal diese Tür aufmachen hier. Und haben hier den blauen Schlüssel. Und gerade eine Karte erhalten. Das ist natürlich blöd. Nee, aber nicht. Genauso unaufgedeckt wie vorher auch. Na gut. Dann ist ja gut. Können wir den irgendwie auf uns aufmerksam machen hier? Junge, bist du zu doof oder was? Der kommt nicht damit klar, dass er um die Ecke rennen muss, ne? Da ganz hinten. Ich stelle mich bestimmt nicht in die grüne Pampe, nur damit du deine Wegfindungsroutine hier zurechtkommst. Das geht doch. Aber trotzdem speichere ich einmal ab hier. So, das hier ist gerade nicht gefährlich, sondern einfach nur ein bisschen irritierend, ne? So. Hier können wir uns noch umsehen. Wisst ihr, was es hier verhältnismäßig wenig gibt im Vergleich zur ersten Episode? Die Gegner mit der Shotgun. Kann man eigentlich auch rein? Versuch was wert. So, ich wollte hier erstmal reingucken.
hab doch da eben einen Keiko-Demon gehört, der auf uns aufmerksam geworden ist. Verdammt. Ich doch echt noch von dem Blödmann erwischen lassen. Gut, dass wir hier überall Heilung haben. Die Gegnervielfalt im ersten Doom war jetzt gar nicht so super beeindruckend, ne? Es sind viel immer wieder die gleichen Gegner. Vor allem, wir haben im Prinzip auch schon alles getroffen, was das Spiel so zu bieten hat. Das Einzige, was fehlt, sind zwei Bosse. Der sich einfach hinter der Leiche von seinem Kumpel hier. Wie scheiße kann man denn sein, bitte? Ich finde es auch toll, dass ich mal wieder Raketen finde. Aber immer noch keinen Raketenwerfer habe. Ich meine, ja. Ja, für später sparen. Das ist richtig. Okay, jetzt haben wir erstmal wieder Shotgun-Shells. Und die Chain Gun zurück. Heche. Da will ich es wieder richtig austeilen hier. Den Anzug lasse ich da mal liegen. Da habe ich keinen Grund, den jetzt gerade einzusammeln. Aber hier war die blaue Tür. Die müssen wir mal durch. Möglichst nah ran für die Schüsse. Wahrscheinlich auch. Autsch. Das war gerade schon ein bisschen arschig. Mal vorsichtig, ob hier in den Ecken irgendwas ist. Ach, das sind Energiezellen. Ah, wunderbar. So, jetzt sind wir mal unsichtbar. Da können die uns hier nämlich gar nichts mehr. Kleinen Labyrinth des Todes hier. Also wirklich was ändern tut es eigentlich nicht, ne? Die Unsichtbarkeit. Zumindest nicht das Gefühl, dass da großartig was passiert. Ja, dann konnte ich nicht mehr nach hinten ausweichen, deswegen hat er mich erwischt. Und hier ist jetzt der Anzug nützlich. Scheiße, ist das ein weiter Weg, ey. Ach du Scheiße, ist das ein langer Weg. Der Anzug hat mir noch irgendwo Heilung. Ja, hatten wir. Wunderbar. Ich habe gar nicht mitgekriegt, dass wir das gerade eingesammelt haben.
Ja, jetzt müssen wir noch ein bisschen sputen hier. Da noch was von haben wollen. So. Spectre. Ja, ich habe es gar nicht gesehen. Bei dem funktioniert die Unsichtbarkeit. Das war nur für so ein Bonus-Item? Achso, wir waren gerade durch. Nee, doch. Ach so. Okay. Bin gerade leicht perplex, dass dieser Level dann doch so simpel war und ja, okay. Ja, was soll's. Und wir haben sogar alles getötet, was hier so bräuchte und leuchte. Und fast alle Items aufgesammelt. Wir haben sogar Secrets gefunden. Wir waren einfach richtig gut, wenn ich das mal so sagen darf. War es der dritte? Der dritte Level hier in dieser Episode? Das Deimos Lab ist auf jeden Fall der nächste. Und hier kriegen wir es jetzt anscheinend mit dieser neuartigen Teleporter-Technologie zu tun. Alles noch recht simpel hier. Das erste Doom ist jetzt noch nicht unbedingt das herausforderndste Spiel aller Zeiten. Ich fahre erstmal hier hoch. Das ist nur so ein Rundgang. Wollte noch nicht mal sicher gehen. Ich dachte, das wäre vielleicht ein Schlüssel. Ne? Okay, wie kommt man da ran? I'm intrigued. Echt? Es war auf den Schlüssel schießen? Pistolen, ne? Wenn wir die tatsächlich stunlocken können hier. Ich frage mich, ob die Chain Gun tatsächlich auch stärker ist als die Pistole oder einfach nur schneller. Ah, das wird mit Grau dargestellt. Ja, okay, das ist auch eine Möglichkeit. Dass man immer noch sieht, wo man noch nicht gewesen ist. Da habe ich mir schon ein bisschen Sorgen drüber gemacht. Dass man eben dies eventuell nicht tut. Andere Seite ist nichts. Ich würde sagen, bevor wir den grünen Schleim erforschen. Gehen wir dann erstmal gerade durch, oder? So, die Pistole ist auf jeden Fall wesentlich präziser als die Chain Gun, aber das war zu erwarten. Ja, was wir hier noch so finden, erfahrt ihr dann in der nächsten Folge von Doom. Ich hoffe,
ihr seid dann auch wieder mit dabei. Ich würde mich da auf jeden Fall sehr drüber freuen. Bis dann.